Ja, und auch er ist, beziehungsweise muss man leider sagen, war etwas so wie eine Legende oder die Legende lebt weiter. Die Rede ist von Udo Jürgens. Mit seiner Musik, ja, lebt er auf jeden Fall weiter, denn seine Lieder haben viele Menschen begeistert und inspiriert auch immer wieder für neue Programme. So auch für jenes von Schauspielerin Gabriela Benesch und dem Sänger Hannes Rathammer. Die haben da um das Leben des Entertainers herum mit seinen Liedern ein sehr unterhaltsames Programm zum Mitsingen, Mitlachen und ja, Mitmachen fabriziert. Im Wiener Casanova hatte es Premiere. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Meine Lieblingslieder von ihm, die wechseln auch so ein bisschen je nach meiner Stimmung, nach meinem eigenen Lebensgefühl, das ich in der Zeit habe. Aber ich weiß, was ich will, gehört auf jeden Fall dazu. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Ich finde es so schön, dass das Andenken aufrechterhalten wird. Und dass die Fans ihn immer noch sehen und lieben und seine Musik hören. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Man hat früher gesagt, die B-Seite, also auch diese Lieder, die nicht so ganz zu mitsingen waren, das hat ihm eigentlich auch immer, das war ihm wichtig, das hat ihn bewegt. Sag mir nur eins, will ich zu viel. Er wollte immer etwas damit ausdrücken und sagen und die Menschen auch berühren. Udo Jürgens, sein Leben, seine Liebe und seine Musik. So ist der Titel der Hommage an den Weltstar. Hannes Rathammer singt die Hits, Gabriela Benesch erzählt und liest Geschichten aus dem Leben des 2014 verstorbenen Musikers. Es ist in jedem Fall ein Abend, wo es darum geht, das große, allumfassende Werk von Udo Jürgens einfach mal hochzuhalten und natürlich in Erinnerungen zu schwelgen. Mein Ziel ist immer ein Ziel zu haben. Ich habe einen dramaturgischen Bogen gewählt von Beginn an. Wie er als 12-jähriger Junge zum ersten Mal im Konzert sitzt, in Klagenfurt, mit seinen Eltern. Ich möchte komponieren. Ich will all das in Töne fassen, was ich fühle. Und dann den Bogen über seine Stationen, wo man natürlich auch nur ein paar auswählen kann und auf vieles auch verzichten muss. Damals wollte ich erwachsen sein. Die Wesentlichsten habe ich versucht herauszuholen bis ins hohe Alter, wo er über das Alter reflektiert. Ein guter Stern steht über mir. Wir drei, die heute hier auf der Bühne stehen, wir haben immer versucht, eigene Interpretationen zu bieten. Wir wollen nie eine Kopie darstellen. Wir wollen immer sehr ernst und ehrlich diese Musik abhandeln. Mathilda, Mathilda, Mathilda. Rund 1000 Lieder hat Udo Jürgens komponiert, mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Millionen Fans besuchten seine Konzerte. Das neue Programm ist eine Zeitreise voller Erinnerungen für alle. Wir waren immer sehr haptisch miteinander, also immer große Umarmungen, Gefühle wurden immer ausgedrückt und gesagt und verbalisiert und auch umarmt. Wir sind immer, haben gern miteinander gekuschelt. Ja, immer wieder geht die Sonne auf. Naja, mein Gott, na, er hat ja auch nichts auslassen. Recht hat er gehabt. Das Leben war nicht leicht für ihn. Fast immer auf Tournee. Aber bitte mit Sahne. Und er hat mir einen der wichtigsten Ratschläge für mein musikalisches Leben gegeben. Er hat gesagt, du machst das großartig, ich sag dir eines, Hits kannst du haben, aber wenn du 10 Jahre in diesem Haifischteich der Musiker überlebst, dann hast du es geschafft. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ich würde ihn als Multitalent einordnen. Also ich glaube nicht, dass man ihn auf eine Musikrichtung festsetzen kann. Und ich glaube, das macht auch seinen Erfolg aus. Denn das ist meine Devise. Nur das bewegt dein Publikum, was dich selbst bewegt, an das du selbst glaubst. Das beginnt schon einfach damit, dass man sich einfach identifiziert mit dem, was er sagt, mit dem, was er aussagt, dass man sich in den Texten wiederfindet, dass die Melodien super sind und wenn man dann auch noch so mitschwingt und mitgeht, damit zeigt er einfach, dass er Generationen bewegt. Griechischer Wein. Mein Vater ist eben auch Grieche und der ist auch nach Österreich gekommen und hat sich auch hier ein Geschäft aufgebaut
Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und deshalb ist das Lied Griechischer Wein natürlich für mich auch irgendwie immer verbindet mit meinem Vater. Ich war noch niemals in New York. In der Schweiz ist Udo Jürgens ein ja, man könnte fast sagen Mythos. Natürlich mit Pepe Lienhardt zusammen. Merci, merci, merci. Das berührt mich so, weil das Leben von Udo, das war was Besonderes. Er war nicht nur ein fantastischer Sänger, sondern er war ein toller Mann, Mensch, also und Freund. Mein Ziel kann nur Freiheit und Liebe sein. Er war schon eine absolute Ausnahmeerscheinung.